Ja, hier haben wir ein paar Scheinwerfer für ein Motorrad. Es ist beiliegend eine Bedienungsanleitung, wo nochmal steht, es handelt sich um 6000 bis 6500 Kelvin. Die Farbe ist weiß und so weiter. Von 12 bis 30 Volt betreibbar und 3000 Lumenmeter. In der Bedienungsanleitung wird auch nochmal dargestellt, wie die Lampen anzuschließen sind. Hier am Beispiel eines Autos, wobei unser Scheinwerfer hier für ein Motorrad sein soll. Da ist nämlich auch nur einer mit bei. Gucken wir uns den mal an. Zack. Stellen wir mal ein bisschen näher her. Der ist wirklich sehr sauber verarbeitet. Hinten ist das Metall, hier Plastik. Normaler Anschluss. Anschlusskabel sind auch dabei, zeige ich gleich alles nochmal. Und sieht vorne sehr gut aus. Zack. Hier die Lampen, da auch. So, den Brummer packe ich mal weg. In dem Z sind die Anschlusskabel mit bei. Das hier. Und es sind gleichzeitig auch natürlich noch die kleinen Scheinwerfer für die Seite damit bei. Pass mal ab, die sind so von der Verarbeitung her ähnlich. Wo das hier Plastik ist. Auch diese Anschlüsse mit dem normalen Stromanschluss. Mal ein bisschen dichter gucken. Zack. Und hier die Scheinwerfer. Davon sind zwei im Lieferumfang. Verarbeitung ist alles gut. Sogar die Scheibe ist sogar mit einer kleinen Folie abgeklebt. Alles gut gepolstert. Kam zwar aus China, man musste Zoll zahlen, aber für den Preis lohnt sich das.